Horrido und Weidmannsheil hier zu unserer lautlosen Jagdwoche. Immer noch auf Red Feather Falls unterwegs. Wollte eigentlich vom Süden ein bisschen in den Norden laufen. Aber ja, jetzt drehen wir schon wieder um, gehen in den Süden zurück, denn wir sind gar nicht wirklich weit gekommen und haben trotzdem schon... ja, erlegt, was wir sonst eher vielleicht in 2 oder 3 Wochen erlegen. Also, wir haben ordentlich Abschüsse gehabt. Wir schauen mal unsere Waffen durch. Die Armbrust, da haben wir noch 4 Pfeile, also 6 haben wir schon verballert. Und die waren alle 6 Treffer. Und alle 6 waren auch tödliche Treffer. Und dann haben wir noch den Bogen dabei. Da haben wir schon 8 Pfeile verschossen. Und auch hier alles tödlicher Treffer. Also haben wir insgesamt sage und schreibe 8 plus 6, 14. 14 Tiere erlegt. Und das sind 3 Folgen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also diese Woche werden wir wohl, wenn das so weitergeht, über die 20 kommen. Da meldet sich schon unser nächstes Opfer. Wir callen. Werden aber noch ein bisschen in die Richtung gehen, ihm entgegenkommen. Aber das könnte unser nächstes Opfer sein, was wir dann vielleicht, ja, in Höhe des Wassers, das hier eben zwischen uns noch liegt, dann erwischen könnten. Schauen wir mal. Was macht die Geruchsreduzierung? Zwischendrin mal schauen. Okay, also wenn die Geruchsreduzierung abgelaufen ist, dann ist auf jeden Fall auch die Folge zu Ende. Spätestens dann, eher früher. So, hier auch jetzt nicht ganz so wild, denn wenn wir uns jetzt so rum hinstellen, haben wir den Wind genau von vorne. Das heißt, vor uns riecht uns nichts, nur hinter uns. Können wir natürlich noch verstärken, indem wir einen fahren lassen. Macht man nicht, nein. Das schickt sich nicht. Andererseits sagt man aber ja auch so schön, wenn's Arschall brummt, ist Herzall gesund. Aber hier im Spiel können wir eh nicht pupen, von dem her machen wir uns da nicht länger Gedanken drüber. Und nein, ihr müsst mir nicht euer Furzverhalten in die Kommentare schreiben. Das ist mir ganz ehrlich gesagt furzegal. Wortwitz. So, wo ist denn unsere Elchmadame? Was mir gerade auffällt, der Regen ist so leise. Haben die den Regen leiser gepatcht? Das war doch sonst immer viel lauter. Aha, die Elchkuh ist da vorne. Da ist sie. Ah, dreht ab, wir rufen sie nochmal. Und ich habe aber auch Weißwedel gesehen. Links. Also etwas rechts von dem Baum, den wir links vor der Nase haben. Da drüben. Auch Weibchen. Sichtung nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich calle sie jetzt nicht. Beziehungsweise wenn, dann erst nachdem wir die Elchkuh haben. Die wollen wir jetzt als erstes haben. Weißwedel haben wir ja doch schon ein bisschen was gehabt. Ah, okay, sie kommt. Haben wir gesagt, da an der Wasserstelle, das könnte auch gut sein. Jetzt natürlich durch den Regen ein bisschen eingeschränkte Sicht. Oh, lassen wir sie noch ein kleines bisschen näher kommen. Nehmen aber schon mal den Bogen in die Hand. Solange sie noch läuft, können wir hier ruhig noch ein paar Meter geben. Wenn sie halt stehen bleibt, dann müssen wir auf jeden Fall... Aber sie läuft hier durch. Und da war's das. So, dann können wir jetzt hier Weißwedel rufen. Vielleicht kommt sie ja noch. Ich sehe sie nur gerade gar nicht mehr. Ah, da unten ist sie schon. So weit ist sie schon gelaufen. Da unten. Das hätte jetzt auch ganz schnell schief gehen können, dass man sie von der falschen Richtung erwartet hätten. Das sieht aber auch eigentlich gar nicht so weit aus. Na, ist doch noch ein gutes Stück. Mit der Armbrust könnten wir es probieren.
Sind wir mutig? Sind wir so mutig? Wie sieht denn das durchs Armbrustvisier aus? So. Oh, und sie flüchtet aber. Also, vorm Nachladen erstmal hier nochmal schauen. Da hoch flüchtet sie. Also setze ich mir hier mal einen Punkt, da ist sie vorbeigelaufen. Die müssen wir suchen. Okay. War vielleicht doch ein Ticken zu weit, zu gewagt. Aber wer nicht wagt, kann auch nichts gewinnen. So, das sieht mir nach einem schönen Herzschuss aus. Ja, Herz, rechte Lunge, sogar Schulterblatt noch ein bisschen mit gestreift. Na komm. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Dann müssen wir hier die Spur aufnehmen. Schauen wir mal, wenn wir das Blut, den Schweiß finden, ob es denn wenigstens ein Organtreffer uns angezeigt wird, also Lunge oder eben Eingeweidetreffer, oder ob uns nur ein reiner Körpertreffer angezeigt wird. Dann könnte das natürlich eine längere Suche werden und dann müssten wir vielleicht auch in Erwägung ziehen, wenn wir es in weiterer Entfernung entdecken sollten, dann mit dem Gewehr, das ich im Rucksack mit mir führe, für eben Notfälle, dass wir damit dann eben noch ein Schüsschen drauf wagen. So, okay, Körpertreffer, Mist. Das ist natürlich totaler Bockmist. Wir haben zumindest den Vorteil, so, ja, soweit ich weiß, wurde das auch nach wie vor nicht geändert. Pfeilwaffen führen immer zum Tod. Also es kann nicht passieren, dass wir ein Tier mit einem Pfeil treffen und das ewig weiterlebt, sondern es wird definitiv an der Pfeilverletzung irgendwann, ja, erlegen. Die Frage ist nur eben, wie lange es dauert. Sollten wir eben nah genug drankommen, werden wir auf jeden Fall einen Schuss noch machen. Entweder mit einer Pfeilwaffe noch einen zweiten Schuss hinterher oder eben, dass wir im Rucksack uns das Gewehr rausholen. Ansonsten, wenn sie hier, ja, schnell genug laufen konnte, genug Vorsprung gemacht hat, dann sehen wir sie irgendwann auch mit dem Körpertreffer liegen. Dann war's das. So, da hatten wir jetzt Elchweibchen gerufen. Wir analysieren diesen Ruf aber nicht. Wir nehmen den nicht mit dem Huntermate auf. Wir behalten hier die Nachsuchespur drin, bei der ich jetzt langsam auch gerne den nächsten Punkt mal sehen würde. Und ja, beim Spurensuchen Regen, das ist immer ideal, wenn man dann noch schlechtere Sicht hat. Super. Das kommt mir ja gerade gelegen. Ah, okay, hier geht's weiter. Sind wir also noch auf der richtigen Spur? Ja, je nachdem, wie wir die getroffen haben, kann die auch natürlich richtig weit geflüchtet sein. Die sind da also nicht begeistert, die Weißwedelhirsche, wenn sie angeschossen werden. Die flüchten dann durchaus richtig, richtig weit weg. Da sind also 400-500 Meter auch durchaus mal keine Seltenheit, wenn zumindest der Körpertreffer so ist, dass die auch so weit kommen. Wenn die natürlich vorher tot umfallen, klar, dann geht's nicht weiter. So, da haben wir die nächste Spur, okay. Immer noch flüchtend. Ich bewege mich extra langsam und eben in der geduckten Haltung weiter. In Hoffnung, dass wenn die sich irgendwann umdreht und sagt, ist die Gefahr vorbei, tut zwar noch weh, aber ich sehe nichts mehr, ich kann jetzt wieder ruhiger werden. Während wenn wir da aufrecht oder sogar rennend hinterher sind, die natürlich auch so schnell nicht zur Ruhe kommen, sondern eben weiter flüchten. Also hier ist manchmal einfach weniger mehr, ein bisschen langsam hinterhergehen, ist natürlich fürs Let's Play unspektakulärer, aber ja, da oben geht die Spur weiter, da hat sie gedreht oder war das, wo sie herkam?
Das müssen wir jetzt natürlich erstmal überprüfen. Es kann natürlich auch sein, dass die da geradeaus weitergerannt ist, aber auch ein Richtungswechsel ist immer wieder möglich. Ah, ja. Wir schauen mal, ob man doch noch hier die 20... Ja, das ist flüchtend. Das wird auf jeden Fall von uns weitergehen. 1 bis 14 Minuten ist die Spur alt. Also irgendwo dazwischen. 14 Minuten kann sie natürlich noch nicht alt sein, denn so lange ist es ja noch nicht her, dass wir den Schuss abgegeben haben. Und mit einer Minute als niedrigsten Wert ist natürlich schon mal ideal. Das heißt, wir könnten recht nah dran sein. So, jetzt nehme ich den Call mal kurz auf, der ist hinter uns. Habe ich aber nur deswegen gemacht, weil ich hier die nächste Spur ja schon gesehen habe, wo sie sich befindet. Und kann hier jetzt wieder auf meine Nachsuche weitergehen. Wir wissen also, hinter uns wäre auch noch eine Weißwedelkuh, aber die wollen wir jetzt nicht haben. Wir wollen ja die hier erstmal suchen und gegebenenfalls von ihren Qualen erleiden. Erlösen. Von ihren Qualen erleiden. Das war auch wieder klasse Deutsch. Bitte in den Duden aufnehmen. Da haben wir die nächste Spur. So, und da unten kommt schon wieder der nächste Punkt. Also ist die Chance da, dass sie sich hier dann so langsam vielleicht beruhigt hat und dann in kleineren Schritten weiterzieht. Da hätten wir dann vielleicht nochmal die Chance, näher ranzukommen. Oder ist es einfach nur hier jetzt die Spur, weil sie Blut verloren hat? Na, es ist ziehend. Es ist ziehend. So, das da sind Pilze, die nehmen wir uns noch mit. Mal kein Champignon, kein Steinpilz, die ich sehr häufig finde, sondern hier den Golden Chanterelle. So, hier geht die Spur weiter. Jetzt heißt es natürlich auch wirklich vorsichtig sein. Jetzt, wo sie ziehend unterwegs ist, verliert sie auch öfter mal Blut. Da bin ich ja nach wie vor noch der Meinung, das müsste sich eben auch dementsprechend im Spiel eigentlich auswirken, dass er dann schneller mal umfällt durch den Blutverlust. Aber wir müssen natürlich trotzdem aufpassen. Es ist immer schön, wenn man schon so die nächste Spur dann wieder im Blick hat. Hier wieder Blut oder Schweiß, wie der Jäger sagt. Der Jäger bezeichnet das Blut, was aus dem Körper ausgetreten ist, als Schweiß. Da unten haben wir eine Elchkuh, die sich da gerade schlafen legt. Okay. Die markieren wir uns mal, weil wir die jetzt nicht jedes Mal im Auge behalten können. Aber wir sehen ja, die Spur zieht hier eh eher darunter. Das heißt, da könnten wir mal Wegdienst spielen. Ist zwar natürlich nicht die feine englische, aber auch eine durchaus wirksame Variante, Tiere zu erlegen. So, da hinten. Ah, da liegt sie. Da liegt sie und wir bekommen keine Anzeige mehr. Also sie ist inzwischen ihren Qualen erlegen. Qualvoller Tod. Sorry, sorry. Bitte vielmals um Entschuldigung. Zum Glück, wie gesagt, sind es hier nur Pixel und keine echten Tiere. Sonst könnte ich heute Nacht mit Sicherheit nicht gut schlafen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich kein Real-Life-Jäger werden könnte. Denn ich glaube, ich hätte da zu viel Angst, dass ich die Tiere wirklich hier übelst verletze und dann damit nicht klar käme. So, hier nehmen wir die Armbrust, einfach weil wir damit mehr Schaden anrichten. Die hat doch ein bisschen mehr Bums. Hauen da mal voll rein.
Die flüchtet jetzt natürlich. Wir schauen ein bisschen hinterher. Und, okay, ich wollte schon markieren. Aber so weit kommen wir gar nicht. Da ist es schon umgefallen. Also, Plan ist aufgegangen, dass ich die Lunge mit erwischt habe. Und ja, wir werden zum Einsammeln erst in der nächsten Folge kommen. Denn wir sind hier schon wieder über 15 Minuten. Wir sind schon wieder am Ende. Hier schön kreisrund den Schlafplatz und dann innen drin die Schweißspur. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.